Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zum fünften Teil meiner Reihe über romantische Liebe und heute soll es um den Gedanken der Entwicklung gehen. Ein Gedanke, der zum ersten Mal ausführlich formuliert wird in Jean-Jacques Rousseaus Roman Erziehungsbuch Emile von 1762. Wir haben uns das letzte Mal das ideale Paar angeschaut, Faust und Gretchen. Ein Paar, das sich durch eklatante Gegensätzlichkeit auszeichnet. Er, der Wissenschaftler, der Reflektierte, auch der Zerrissene, in dessen Brust zwei Seelen wohnen, die eine, die ihn himmelwärts führt und die andere, die ihn in die Hölle führen soll. Und auf der anderen Seite Gretchen, der verführte Engel, die Naive, die Einfachdenkende, die Unreflektierte. Zwischen beiden Personen besteht eine große Differenz im Grad ihrer Fähigkeit zu reflektieren. Und diese Unterschiedlichkeit wird nun auch genau beschrieben in dem Buch von Rousseau, Emile. Ein Buch, das Furore gemacht hat in seiner Zeit und das den großen Philosophen Immanuel Kant dazu gebracht hat, seinen täglichen Spaziergang, den er auf die Minute genau immer ansetzte, einmal ausfallen zu lassen. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches für ihn und das zeigt, wie fasziniert er von diesem Buch gewesen ist. In dem Buch Emile geht es um Erziehung. Es ist das erste moderne pädagogische Werk, das wir in Europa kennen und es beschreibt die Entwicklung des Menschen vom Säugling zum Erwachsenen. Rousseau sagt, dass der Mensch vom Säugling zum Erwachsenen mehrere Stadien durchläuft, Reifegrade durchläuft, dass am Anfang das Kind ein Naturwesen sei, mit sich im Eins, im Reinen, ohne Bewusstsein und ohne logisches Denkvermögen noch. Und erst in der Folge, im Kindheitsalter und dann vorpubertär und adoleszent, wird es einen unterschiedlichen Entwicklung durchmachen, was Männer und Frauen angeht. Zum Schluss stehen die beiden Geschlechter sich polar gegenüber und im besten Falle ergänzen sie sich harmonisch in vollkommener Komplementarität als Erwachsene. Der Mensch als Entwicklungswesen und Rousseau legt großen Wert darauf, dabei auf die Individualität des Kindes zu achten. Schauen wir uns an, wie das die Jahrhunderte zuvor geregelt wurde. In den Jahrhunderten davor im Barock sind die Kinder kleine Erwachsene. Das sieht man schon an den Kinderkleidern, das können Sie sehr schön sehen, wenn Sie sich die barocken Bilder der Zeit anschauen. Und der große Unterschied zwischen Kindern und Eltern ist nun der, dass die Kinder einen Mangel an Verstand haben. Und dieser mangelnde Verstand verlangt von den Eltern eine absolute Herrschaft über das Kind. Das Kind hat keine Rechte, die Eltern herrschen absolut über das Kind und müssen es nun erziehen, und zwar standesgemäß erziehen. Wir haben ja noch im Barock eine Ständegesellschaft. Jeder Mensch wird in einen Stand hineingeboren. Und die Vorstellung ist, dass nun eben jeder Mensch erzogen werden muss gemäß seiner ständischen Vorbestimmung. Das heißt, wenn man ein Kind war, das aus einer Arztfamilie kam, dann mussten die Eltern es so erziehen, dass später daraus Ärzte wurden.
Oder aus einer Apothekerfamilie kamen die Apotheker. Oder aus einer Juristenfamilie die Juristen. Oder aus einer Bauernfamilie Bauern. Und aus einer Aristokratenfamilie dann kleine Offiziere und Diplomaten. Bis zum Alter von 6 Jahren waren Kinder kleinen Äffchen vergleichbar. Oder auch Papageien, die nachplapperten ohne Verstand, was die Erwachsenen da sprachen. Sie wurden gesehen als niedliche Püppchen, auch kleine Teufelchen sahen die einen oder anderen in ihnen. Oder auch Hündchen, die einem Erwachsenen hinterherlaufen, wie es kleine Hündchen zu tun pflegen. Dann schlagartig, im Alter von 6 Jahren wurden sie zu Erwachsenen und von dem Moment an unterschieden sich jetzt auch Jungs und Mädchen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Erziehung, die standesgemäße Erziehung, als erstes und wichtigstes Moment kannte. Eine Erziehung nach den Geschlechtern war eine zweitrangige Frage. Und das heißt, dass im Erwachsenenalter sich auch der Grad an Rechten und Verpflichtungen und Aufgaben ständig unterschied. Eine Frau aus einem hohen Stand hatte andere Rechte und andere Möglichkeiten als eine Frau aus dem dritten Stand, ob sie nun aus dem Stand des Bürgertums oder Handwerkerswesen entstammte oder eine Bauersfrau geworden war, sodass man für diese Zeit nicht allgemein sagen kann, was für Rechte und Pflichten ein Mann und eine Frau hatten, sondern die waren ständig unterschieden. Nun kommt im 18. Jahrhundert immer mehr dieser Gleichheitsgedanke auf. Die industrielle Gesellschaft entsteht, in der das Individuum gefördert wird, das aktive, bürgerliche Individuum. Und nun fallen die Stände weg und jetzt wird die Geschlechterfrage erstrangig und von nun an wird durchgehend durch alle Schichten der Gesellschaft biologisch unterschieden zwischen Jungs und Mädchen. Und diese neue Art bringt uns das Buch Emil näher, in dem genau diese neue Erziehung proklamiert wird. Die neue bürgerliche Gesellschaft, die Industriegesellschaft, verlangt ein Wegfallen der Standesgrenzen. Nun muss sich die Erziehung ausrichten an den individuellen Fähigkeiten des Kindes, das gefördert werden muss und schließlich auch gemäß seiner Geschlechtlichkeit gefördert werden muss. Denn von nun an muss man ganz stark durch die Bank unterscheiden zwischen Jungs und Mädchen, die eine vollkommen unterschiedliche Erziehung haben sollen. Und so kritisiert Rousseau eine Erziehung, die sich nach ständischen Grenzen richtet und verlangt eine Erziehung, die sich nach der Individualität des Kindes ausrichten soll, denn dieses Kind muss dann als Erwachsener auch überall weltweit einsetzbar sein und sich zu behaupten wissen. Zitat Vorrede zu Emil. In der gesellschaftlichen Ordnung, wo alle Stellen genau bestimmt sind, muss jeder Mensch so in seinige, für die seinige Stellung erzogen werden. Wenn ein für seine Stelle gebildetes Individuum diese aufgibt, taugt es zu nichts mehr. Die Erziehung ist nur insoweit von Vorteil, als das Vermögen der Eltern mit dem Beruf in Übereinstimmung steht, zu welchem sie ihr Kind bestimmen. In jedem anderen Fall ist sie dem Zögling nur schädlich und wäre es auch nur durch die vorgefassten Meinungen, welche sie ihm eingeflößt hat. In Ägypten, wo der Sohn genötigt war, sich dem Stande seines Vaters zu widmen,
hatte die Erziehung wenigstens ein sicheres Ziel. Unter uns jedoch, wo nur die Rangstufen bleiben und die Menschen unaufhörlich wechseln, weiß niemand, ob er nicht, wenn er seinen Sohn für die seinige erzieht, ihm schadet. In der natürlichen Ordnung, in der die Menschen alle gleich sind, ist ihr gemeinsamer Beruf zuerst und vor allem Mensch zu sein. Und wer für diesen gut erzogen ist, kann diejenigen, welche mit denselben in Einklang stehen, nicht schlecht erfüllen. Ob man meinen Zögling für die militärische, kirchliche oder richterliche Laufbahn bestimmt, darauf kommt wenig an. Bevor die Eltern ihn für einen Beruf bestimmen, beruft die Natur ihn zum menschlichen Leben. Die Kunst zu leben soll er von mir lernen. Wenn er aus meinen Händen hervorgeht, wird er freilich, das gebe ich zu, weder Richter noch Soldat noch Priester sein. Er wird zuerst Mensch sein. Alles, was ein Mensch sein muss, das alles wird er, wenn es darauf ankommt, ebenso gut wie irgendjemand sein können, und das Schicksal wird ihn vergeblich seinen Platz wechseln lassen. Er wird immer an dem Seinigen sein. Kann man wohl in Anbetracht der Wandelbarkeit der menschlichen Dinge, in Anbetracht der unruhigen und nivellierenden Geistes dieses Jahrhunderts, welche in jeder Generation einen allgemeinen Umsturz herbeiführt, kann man wohl, frage ich, eine törichtere Methode ersinnen? Kann man wohl als die ein Kind so zu erziehen, als ob es einst nie aus der Tür zu kommen brauchte, als ob es unaufhörlich von den Seinigen umgeben sein würde. Das steht in der Vorrede. Also Rousseau kritisiert eine Erziehung, die davon ausgeht, dass jeder Mensch als Erwachsener in dem Stand bleiben wird, in dem seine Eltern verharren. Und er verlangt eine Erziehung zu einem freien Wesen, das überall auf der Welt, auch jenseits der Ständegrenzen, seinen Platz finden wird. Und deshalb sagt er, wichtiger als ein Erziehungsideal, das eine Standesperson erziehen will, ist es, den Menschen als Mensch zu erziehen und dabei auf seine Individualität zu achten, die ihm dann die Möglichkeit bietet, als Erwachsener in der Gesellschaft seinen Platz zu finden. Diese auf die Individualität des Kindes, auf seine Möglichkeiten gerichtete Erziehung hat Jean-Jacques Rousseau bei seinen eigenen Kindern nicht praktiziert. Er war kein guter Vater. Alle seine 5 Kinder, die er mit Thérèse Levasseur hatte, hat er ins Waisenhaus abgegeben, wo die Lebenserwartung dieser Kinder sehr gering war. Schon zu Lebzeiten haben ihm seine Zeitgenossen deswegen Vorwürfe gemacht und ihm seine pädagogischen Fähigkeiten in Frage gestellt. Dennoch ist dieses Buch ein Bahnbrecher geworden für eine neue Pädagogik. Und diese neue Pädagogik formuliert Rousseau nun am Beispiel von 2 Kindern. Das ist der junge Emile und das Mädchen Sophie. Der größte Teil dieses Buches beschäftigt sich mit der Erziehung des Knaben, Emile, dessen Erzieher Jean-Jacques Rousseau selbst ist. Emile ist gesund, durchschnittlich begabt, aus reichem Hause. Und das erklärte Ziel von Rousseau ist nun, ihn so zu erziehen, dass er in der Gesellschaft seinen Platz finden wird. Er soll ein nützliches Mitglied der Gesellschaft werden, in einer politischen Ordnung, der er in Freiheit zustimmen kann. Und später soll er heiraten. Er soll eine ideale Gattin finden, Sophie, die eine vollkommen anders geartete Erziehung durchmachen muss, um nun zu diesem
neu modern erzogenen Mann zu passen. Nun formuliert Rousseau eben vollkommen neue pädagogische Prinzipien. Und das erste Prinzip ist, man kennt sein Kind nicht. Das Kind ist ein unbekanntes Wesen, ein Individuum, und man muss ganz genau hinschauen, in Liebe hinschauen, nicht herablassend, nicht wie ein absoluter Herrschaft, wie es das Barock wollte, sondern als Liebender, um zu erkennen, worin die Fähigkeiten des Kindes liegen. So formuliert er in der Vorrede: Man kennt und versteht die Kinderwelt durchaus nicht. Je weiter man die falschen Ideen, welche man von denselben hegt, verfolgt, desto weiter verirrt man sich. Die Weisesten behandeln mit Vorliebe das den Menschen Wissenswürdigste, ohne dabei auf die Lern- und Begriffsfähigkeit des Kindes Rücksicht zu nehmen. Sie suchen stets schon den Mann im Kinde, ohne an den kindlichen Zustand zu denken, aus dem der Mann sich erst allmählich entwickelt. Fangt also an, eure Zöglinge besser zu studieren, denn sicher kennt ihr sie noch gar nicht. Also hier Entwicklungsgedanke, ein Entwicklungsgedanke, auf den die Erziehung Rücksicht nehmen muss, und eine Abkehr von dem Gedanken, dass man das Kind schon kennt und das, was aus diesem Kinde später einmal werden soll. Nun versteht Rousseau die Entwicklung so, dass das Kind ursprünglich eben ein Wesen der Natur ist, und zuallererst geht es darum, seine Sinne auszubilden und dann auch seinen Körper. Dann als in diesem Zustand kennt es noch keine Moral, ist noch ein kleines, triebhaftes, unmoralisches Wesen, und erst allmählich, und zwar eigentlich erst ab dem 12. Lebensjahr, kommt es zur Vernunft, und dann erst kann man auch so etwas wie Moral und Religion dem Kinde lehren. Das ist zum Beispiel eine vollkommen andere Vorstellung, als wir es im Barock kennen, wo mit Religion der erste Unterricht ist, den ein Kind erfährt. Rousseau macht das an 4 Phasen fest. Erstens der Kindheit, das ist das Alter der Natur und geht bis 3 Jahre. Dann kommt das Knabenalter, das geht bis 12. Sie sehen schon, Knabenalter, die ganze Erziehung richtet sich am männlichen Kind aus, am Knaben. Das Knabenalter geht bis 12, dann kommt die Vorpubertät von 12 bis 15 und schließlich die Adoleszenz, das Jünglingsalter, das bis 20 geht. Das Kind ist also der Knabe. Und zunächst gilt es, seine notwendigen, natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen, dann seine körperliche Ertüchtigung auszuformen, seine Wahrnehmung zu schärfen, zum Beispiel auch durch Spiele. Dann als nächstes kommt der Unterricht. Man muss dem Kind gleich Knaben Achtsamkeit lehren, Geduld, Urteilsfähigkeit. Und schließlich als Adoleszenter muss er so etwas wie die Liebe kennenlernen, die Moral, die Religion. Er muss ein empfindsames Wesen werden, das sich die richtige Gefährtin suchen muss. Die Entwicklung geht kontinuierlich über mehrere Reifegrade, und das ist eine Erziehung, die eben Rousseau formuliert. Am Knaben. Aber wie steht es denn mit den Frauen? Die ganzen 5 Bücher seines Emile sind eigentlich dem Knaben gewidmet, und erst im 5. Buch kommt er dann auch auf Sophie zu sprechen, nach 4 Büchern. Und auch in diesem 5. Buch wird nur die Hälfte ungefähr von der Erziehung der Frau handeln. Zunächst einmal geht Rousseau davon aus, dass die Geschlechter gleich sind.
und zwar was ihre Art angeht als Mensch. Sie haben die gleiche Biologie, Organe, Fähigkeiten, Bedürfnisse, nur in einem Punkt unterscheiden sie sich eben in ihrer Geschlechtlichkeit. Und was ist nun die Aufgabe des Mädchens? Was muss das Mädchen lernen, um eine richtige Frau zu werden und zu sein? Die Aufgabe der erwachsenen Frau besteht darin, dem Manne zu gefallen, sich ihm zu unterwerfen, schamhaft, sanftmütig zu sein, ihn mit weiblicher List zu führen. Sie kann den Mann sehr wohl auch zur Vernunft bringen. Sie ist passiv, eine gute Mutter und eine gute Ehefrau, aber dem Manne vollkommen untertan. Im vierten Buch schreibt Rousseau: Ferner liegt es in der Ordnung der Natur, dass die Frau dem Manne gehorche. Und nach Geburt und Verdienst ist sie ihm ebenbürtig, nach dem Vermögen aber steht sie unter ihm. Denn der Mann wird viele Entwicklungsstufen durchlaufen. Er wird ein aktives Wesen werden, ein Vernunftwesen, das sich selbst beherrschen lernen muss, um herrschen zu können. Er wird vollkommene Freiheit erlangen, während die Frau immer von ihm abhängig sein wird und abhängiger als er von ihr. Das ist die Erziehung, die natürliche Erziehung, eine Erziehung zu einer natürlichen Ordnung, die nun eben biologisch geschlechtlicher Natur ist. Im fünften Buch schreibt er: Die Kunst zu denken ist den Frauen zwar nicht fremd, auf eine eingehendere Beschäftigung mit der Lehre vom Denken dürfen sie sich indes nicht einlassen. Moral, das ist ihr Ding. Sophie lernt also singen, Klavierspielen, kochen und nähen, aber reflektieren, philosophieren, Wissenschaft, das lernt sie nicht. Und demgemäß, das sagt Rousseau, das ist die angemessene natürliche Erziehung in der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt andere Gesellschaften, zum Beispiel Gesellschaften, die sich noch im sogenannten Naturzustand befinden, also die guten Wilden. Und da sieht es natürlich anders aus, weil da sind Mädchen und Jungs Naturwesen und von daher unterscheiden sie sich auch als Erwachsene nicht so. Erst in der bürgerlichen Gesellschaft werden sie sich unterscheiden, eine vollkommen unterschiedliche Entwicklung durchmachen und durchmachen müssen. Er schreibt im vierten Buch: Bis zum Alter der Mannbarkeit unterscheiden sich die Kinder beiderlei Geschlechts in keiner auffallenden Weise voneinander in dieser Naturgesellschaft. Dieselbe Gesichtsbildung, dieselbe Gestalt, dieselbe Hautfarbe, dieselbe Stimme, kurz alles ist gleich. Die Mädchen sind Kinder, die Knaben sind Kinder. Männliche Personen, deren völlige geschlechtliche Entwicklung verhindert wurde, behalten diese übereinstimmenden Merkmale ihr ganzes Leben lang. Sie bleiben stets große Kinder und Frauen scheinen, da sie die nämlichen Merkmale nie verlieren, in vieler Hinsicht nie etwas anderes zu sein. Doch im Allgemeinen, und damit meint er jetzt die neue bürgerlich-industrielle Gesellschaft, doch im Allgemeinen ist der Mann nicht dazu geschaffen, um für immer auf der Stufe der Kindheit stehen zu bleiben. In einer von der Natur vorgeschriebenen Zeit tritt er aus derselben heraus, während die Frau in ihm verbleibt, einen also weniger Stadien durchmacht, zu größerer Reflektiertheit führen. Wenn dann nun die Kinder richtig erzogen sind und jedes Kind, jeder Knabe entsprechend seiner Individualität und auch jedes Mädchen geschlechtlich unterschieden, muss man nun die richtigen Gefährten füreinander finden. Diese Mann und Frau, die ja jetzt nun auf einem vollkommen unterschiedlichen Grad an Reife stehen,
müssen sich harmonisch ergänzen. In der Vereinigung beider Geschlechter ist jedes für den gemeinsamen Zweck gleichtätig, aber freilich nicht in derselben Weise. Aus dieser Verschiedenheit ergibt sich der erste bestimmbare Unterschied beider Geschlechter in moralischer Beziehung. Das eine soll tätig und stark sein, das andere empfangend und schwach. Bei den einen muss man notwendig Wille und Kraft zum Herrschen bringen, bei den anderen zarte Nachgiebigkeit. Und dazu muss man Jungs und Mädchen erziehen und dann muss man eben den entsprechenden Partner für seinen Knaben und für sein Mädchen finden. Und das passiert nun eben in einer Ehe, die nicht mehr eine Konvenienzehe ist, nicht mehr standesbezogen, sondern eine Liebesheirat sein kann. Nun muss die ideale komplementäre Person gefunden werden für den Jungen und für das Mädchen. Sie sind zwei Pole, aktiv-passiv, reflektiert, weniger reflektiert, und sie müssen sich und werden sich zueinander hingezogen fühlen in einer Liebe, die dann zu einer Liebesheirat führen kann. Und noch einmal unterscheidet er den Naturzustand wilder Gesellschaften und den Zustand einer bürgerlich industrialisierten Gesellschaft. Man darf nicht verwechseln, was im wilden Zustande natürlich ist und was im Zustand unserer bürgerlichen Gesellschaft. Im ersten Zustand passt jede Frau auf jeden Mann, weil sich beide Teile noch das ursprüngliche gemeinsame Wesen erhalten haben. Im zweiten jedoch, wo die Entwicklung jedes Charakters unter der Einwirkung der sozialen Einrichtungen vor sich geht und jeder Geist nicht nur infolge der Erziehung, sondern auch vermittels eines gut oder schlecht geleiteten Zusammentreffens der natürlichen Begabung mit der Erziehung seine eigentümliche und bestimmte Form erhalten hat, Zitat Ende, muss alles dafür getan werden, dass die richtigen Partner zueinander finden. Also, das epochenmachende Werk Emil fordert einen neuen Menschen. Einen neuen Menschen, der sich entwickeln wird, vom Kind zu einem Erwachsenen, zu einem freien Menschen, zumindest was den Knaben, den Mann angeht, zu einem reflektierten Wesen, dem nun eine weibliche Partnerin gegenübersteht, die ihn ergänzt in ihrer Unreflektiertheit, Gefühligkeit als Mutter und auch in ihrer Kindlichkeit, die ihn mit ihrer kindlichen List zu führen versteht. Weg von der Konvenienzehe, hin zur Liebesheirat, hin zur Entfaltung der individuellen Möglichkeiten eines Kindes, die nun eben in unterschiedlichen Phasen der Erziehung unterschiedlich gefördert werden mussten.